Der EPI lässt doch wieder einen Trend nach oben erkennen. Das liegt vor allem an den Treibstoffpreisen, die nach oben ziehen aufgrund der internationalen Entwicklung an den Rohölmärkten. Hier sticht natürlich der Diesel und Superbenzin heraus. Superbenzin war um 2,4% teurer, Diesel war um rund 1,6% teurer. Wenn man sich den Jahres-EPI anschaut, der 5% ausmacht, so ist doch deutlich erkennbar, dass er bei dem Verbraucherpreisindex, der bei 1,8% liegt, einen sehr merkbaren, deutlichen Einfluss hat.